Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Brantford Individual Computing Devices mit dem Brantford G173 Intel RGB Gamer PC für 2700 Schweizer Franken. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist nur das stinknormale Gehäusebild mit den Lüftern, die auch dabei sind. Ja, es ist innen drin auch blau, so steht es auch in der Detailbeschreibung drin. Ihr müsst damit klarkommen, nicht ich, von daher. Aber man sieht davon hinterher sowieso nicht mehr allzu viel, weil das Mainboard ja davor ist. Nur unten die Deckplatte ist dann halt, ja, so cyan, hellblau. Und wie letztes Mal auch versprochen, haben wir jetzt endlich mal wieder ein Intel-System und zwar mit dem Intel Core i7 14700KF. Der hat 20 Kerne, 28 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 253 Watt im Turbo reinschrauben. Wenn ihr den ungebändigt laufen lasst, über 300 Watt, überhaupt kein Problem, aber dann wird schon eng mit der Kühlung hier. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS bzw. DDR5 5600 MTS, könnt ihr ganz easy mit 6000, 6400 laufen lassen. Es gibt auch Systeme, die laufen mit über 7000 MTS, das ist gar kein Thema. Nachdem kommt nur noch der 14900er und der 14900KS, braucht keiner, also Gamer zumindest nicht. Natürlich gibt es Leute, die mit Blender arbeiten oder was weiß ich, viel rendern und so, das ist ganz nice. Den muss man aber auch erstmal gekühlt kriegen, der 14700er ist schon okay. Leider haben wir hier nur die KF-Variante, das bedeutet für euch, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr müsst das Bild ja sowieso über die Grafikkarte ziehen. Das Thema ist halt, wenn die Grafikkarte mal abraucht, kommt ihr dann auch nicht mehr an die Daten dran, beziehungsweise ihr kriegt halt kein Bild über die Mainboard-Anschlüsse. Bei einem 14700 100K wäre das nicht der Fall, also das F macht das wirklich so ein bisschen kaputt. Und der kostet 364,90 € bei ProShop. Der Prozessorkühler ist ein Noctua NHD 15 Black. Qualitativ und leistungstechnisch ein richtig krasser Luftkühler. Ich wäre eher auf eine Wasserkühlung gegangen, die kann mehr abtragen, der wird aber für den Gaming-Betrieb locker ausreichen. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ich will eine Stunde lang ein Video rendern oder so und den Prozessor unbegrenzt betreiben, dann packt der das auch nicht mehr. Das packt auch keine Wasserkühlung, da müsst ihr wirklich schon die Grenzen einstellen. Aber es ist okay, kann man so machen. Ich meine, das Teil, das wiegt einfach mal 1 Kilogramm, ohne Lüfter. Also der hat auf jeden Fall genug Masse, um erstmal ordentlich was abzutragen. Und der kostet 114,19 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming Z790 mit Wi-Fi und Bluetooth. Da muss man dann schon ein bisschen genauer gucken, weil hier steht es jetzt auch nicht direkt drin, was das für eins ist. Gehen wir hier unten aber auf den Herstellerlink, landen wir bei dem TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi. Das wäre dann dieses hier. Hier haben wir schon den aktuellen Z790 Chipsatz. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier noch 3 weitere SSDs. Mit etwas Glück könnt ihr diesen kleinen Slot hier noch benutzen, weil die beiden werden definitiv vom Kühler der Grafikkarte überdeckt. Und den Slot hier unten könnt ihr auch noch benutzen für eine Capture-Card oder was auch immer. Dann haben wir noch 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, USB-C-Anschluss ist auch mit am Start, 2x USB 3.1, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, nochmal USB Typ C und die Onboard-Grafikanschlüsse, habe ich am Anfang schon gesagt, könnt ihr hier sowieso nicht benutzen mit diesem Prozessor, nimmt die Anschlüsse der Grafikkarte. Das Board ist okay, auch von der Spannungsversorgung und so weiter, ist schön angemessen für diesen Prozessor. Natürlich gibt es noch bessere, gar keine Frage, aber in dem Preisbereich gut gewählt. Und das kostet 223,59 € bei Amazon. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM, 6000 MTS, 2x 16 GB, also schon mal Dual-Channel, mit RGB-Beleuchtung. Das Problem ist hier einfach, SSG-Skill, Kingston, Corsair oder andere hochwertige Speichermodule der Baureihe DDR5 mit 32 GB, 6000 MTS, speziell schnelle Speichermodule mit integrierter Kühlung. Wir setzen ausschließlich Arbeitsspeicher mit möglichst tiefen Timings ein. Ja, das ist so eine Aussage. Man weiß nicht genau, was man kriegt. Möglichst tiefe Timings wäre sowas um die CL30 oder CL32. Aber das können die ja für sich auslegen, wie sie lustig sind. Deswegen nehmen wir jetzt, um preislich auf der sicheren Seite zu sein, einfach 32 GB, 6000 MTS, CL32er mit eben RGB-Beleuchtung. Finde ich ein bisschen schade, dass es nicht direkt angeben, welche Timings da verbaut werden und welcher Hersteller. Es kann ja auch Corsair werden oder so, stand ja da. Aber rein von den technischen Specs ist es erstmal in Ordnung. In dem Preisbereich 32 GB, 6000 MTS, ja, kann man machen.
und der kostet 128,89 Euro bei Altcomputer. Die Grafikkarte ist eine PNY Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC. Das OC steht einfach für ein bisschen Overclocking, also ein paar Megahertz mehr. Die 4070 Ti Super ist eine gute Grafikkarte für WQHD und auch 4K Gaming, kommt immer auf die Titel an. Ich sag's immer wieder dabei, wenn ihr jetzt irgendwie Cyberpunk mit Raytracing Ultra und ohne DLSS spielt, kriegt ihr da keine vernünftigen FPS-Werte, die, also für mich persönlich, irgendwie angenehm wären, also alles über 100 FPS. Aber guckt euch einfach die Videobeschreibung an, da ist ein Link drin, da wird diese Grafikkarte getestet. Und die kostet 878,99 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1TB Kingston Fury Renegade Gaming M.2. Das Gaming gehört da nicht rein, die heißt einfach nur Renegade. Das wäre dann diese hier, die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Müsst ihr selber wissen, ob ihr mit 1TB klarkommt. Die Geschwindigkeit ist super, bringt euch jetzt im Gaming nicht allzu viel, aber ist nett, dass es mit dabei ist. Ich persönlich wäre auf 2TB gegangen, einfach nur auf der sicheren Seite zu sein, aber gut, das müsst ihr halt selber wissen. Und die kostet 103,50 Euro bei reichelt.de. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Pop Air Window MIDI Tower Schwarz, blau mit RGB-Fans. Es gibt auch noch andere Varianten mit Grün und Magenta, also so ein bisschen Telekom-mäßig. Wir haben jetzt halt das Blaue. Das bringt schon 220 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind, und 120er hinten, also der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Ihr habt ja sowieso nur einen Standard-Luftkühler da drin, zieht vorne kalt rein, bläst hinten warm raus. Ist okay. Designtechnisch muss es euch halt gefallen, platztechnisch ist es eigentlich ganz okay, das Gehäuse. Und das kostet 94,66 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir hier noch so ein LED Flexlight RGB, farbig. Das ist quasi so eine RGB-Wurst. Da habe ich jetzt einfach von Aqua Computer so einen RGB-LED-Strip reingepackt, der ist 1 Meter lang, wird wohl irgendwo reichen. Und der kostet 22,06 Euro bei Amazon.de. Ihr bekommt die Dinger auch schon für 10 Euro. Ich wollte nur auf der sicheren Seite sein, nicht, dass das irgendwas Besonderes ist mit besonders vielen LEDs oder so. Ne, wisst da Bescheid. Hier haben wir jetzt wieder so ein Thema, das passt mir irgendwie nicht. Hier steht abgestimmtes Super Silent Netzteil. Hochwertige und speziell leise Netzteile mit hohem Wirkungsgrad, also 80 plus. Das war's dann. Wenn ihr jetzt theoretisch ein 750 Watt Seasonic oder Be Quiet Gold Netzteil wollt, dann bezahlt ihr schon 60 Schweizer Franken. Deswegen nehme ich jetzt das Seasonic G12 GC750 Watt ATX, ist kein besonderes Netzteil, ist aber irgendwo in Ordnung, ist jetzt nicht der billigste China-Abklatsch, aber ihr wisst halt nicht, was ihr bekommt. Das hier hat schon Goldstandard. Nur wir müssen irgendwo einen Preispunkt festlegen. Und ich weiß auch nicht, ob es 750 Watt sind. Steht da leider auch nicht. Bei solchen Sachen wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Weil so ein Netzteil kann die komplette Computerhardware mit in den Tod reißen, wenn es irgendwann die Füße hochmacht. Da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle, wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, da ein System zu kaufen, fragen, was ist das für ein Netzteil? Dann macht ihr euch die PSU-Tierlist auf und guckt, wie das gewertet ist. Und das kostet jetzt für den Preispunkt halt 74,38 Euro bei Mindfactory. Als Betriebssystem bekommen wir Windows 11 Pro. Aktuell zum Betriebssystem brauche ich nicht viel zu sagen. Und das kostet 38 Euro bei IT Hardpulse. Was hier noch ganz cool ist, wir bekommen einen USB Recovery Stick. Das ist im Endeffekt ein 16 GB Stick mit einer Datensicherung, mit Paragon Backup und Recovery 2013. Bedeutet, wenn ihr euer System irgendwie vermurkst, dann könnt ihr das wiederherstellen mit den ganzen Treibern und so. Habe ich so noch nicht gesehen, finde ich echt ganz nett. Von daher nehme ich jetzt halt so einen stinknormalen 16 GB Stick, dass wir irgendwo einen Preispunkt haben. Und der kostet 10,98 Euro bei Mindfactory. Was ganz cool ist, wir haben 3 Jahre Garantie inklusive, davon aber nur 1 Jahr Pickup- und Return-Garantie. Müsst ihr euch jetzt selber so werten. Also 3 Jahre ist nicht selbstverständlich, 1 Jahr Pickup- und Return finde ich ein bisschen schade. Könnte man ruhig über die kompletten 3 Jahre machen, aber so ist es jetzt halt. Hier hat man sogar noch die Auswahlmöglichkeit, Pickup- und Return halt über die kompletten 3 Jahre, das wären 80 Schweizer Franken. Lassen wir jetzt einfach weg, wir nehmen immer die Grundkonfig. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, den RGB-Streifen, das Gehäuse, den USB-Stick, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2054,14 Euro. Und das System kostet 2700 Schweizer Franken. Damit ihr eine Orientierung habt, 2040 Euro sind ungefähr 2000 Schweizer Franken. Das bedeutet, ihr zahlt hier für Zusammenbau und Garantie 700 Schweizer Franken. Ich weiß nicht, ob das im Verhältnis zur Schweiz okay ist. In Deutschland wäre es definitiv zu viel. Das sind ja dann ungefähr, was weiß ich, 600 Euro oder was. Ich kann es jetzt nicht gerade umrechnen, aber ist auf jeden Fall zu viel. Konfigurationstechnisch gibt es nicht viel zu meckern. Es wird so funktionieren, das System. Es ist bis auf das Netzteil eigentlich alles soweit okay. Aber allein diese Netzteilnummer finde ich halt ein bisschen schwierig.
Ich hätte hier tatsächlich auch eine Alternative. Gleicher Prozessor, gleiche Grafikkarte. Gut, das Modell der Grafikkarte kann natürlich anders sein. Allerdings, der Prozessor ist auch ein K-Prozessor und kein KF. Wer da Wert drauf legt, haben wir hier. Jetzt sagt ihr natürlich, warum schon wieder MyPC? Ganz einfach, Versand innerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Kostenloser Versand in die Schweiz, weil Dubaro zum Beispiel verkauft nicht in die Schweiz, soweit ich weiß. Und das System kostet halt 2199 Euro. Wie eben schon gesagt, wir haben die gleiche Grafikkarte, also kann ein anderes Modell sein, aber es ist eine 4070 Ti Super. Wir bekommen einen 14700K anstatt ein KF, also ihr habt eine integrierte Grafikeinheit. Wir bekommen eine Wasserkühlung, die Deepcool LS720, hatte ich selber schon im Test, könnt ihr bei meinem Kanal mal gucken. Wir bekommen 32 GB DDR5 6000 MTS Team Group T-Force Delta RGB CL30, also auch RGB-RAM mit CL30 Timing 6000 MTS. Als Mainboard das ASRock Z690 Taichi. Ja, es ist kein Z97, aber für einen normalen Gamer ist es relativ egal. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Mir wäre auch ein Z97 lieber gewesen, aber das Taichi ist verhältnismäßig halt günstig, als wenn man jetzt einen aktuellen Chipsatz nimmt. Und ich meine, guckt euch das Teil mal an. Also, ist schon geil. Und das kostet halt 186 Euro. Da bekommt ihr nicht mal mehr ein MSI Tomahawk für, mit Z790. Wir bekommen 2 TB, eine Lexa NM97, die ist im Lesen ein bisschen schneller, im Schreiben ein bisschen langsamer, aber für einen Gamer auch ganz dicke ausreichend, habe ich auch schon getestet. Das Deepcool CH560 Digital, das ist ganz witzig, weil das habe ich selber im Hauptsystem, also das funktioniert gut, das Case, hat auch guten Airflow. Wir bekommen ein MSI Mac A850 GL 850 Watt Netzteil ATX 3.0 80 Plus Gold. Da wisst ihr definitiv, was ihr bekommt. Dann noch die dazugehörigen Lüfter. Klare Sache, Windows 11 ist auch mit dabei. Ihr bekommt 2 Jahre Garantie, das aber voll Pickup und Return, also 1 Jahr weniger Garantie. Dafür aber wird das abgeholt von der Post. Ja, und hier diese Tests, guckt euch einfach, wie gesagt, das Video in der Videobeschreibung an. Schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2040,10 Euro. Und das Ding kostet halt 2199 Euro, also 160 Euro Aufpreis knapp für Zusammenbau und Garantie und Pickup und Return und so. Jetzt hat man hier natürlich eine Thematik. Der Versand in die Schweiz ist kostenfrei und auch diese ganze Zollabfertigungsgeschichte, das hat zumindest MyPC mal gesagt. Das Thema ist, man muss als Endkunde noch irgendwie diese Schweizer Märchensteuer oben drauf schmeißen, also 8,1% circa. Wir belassen es jetzt mal im Euroraum, ist ja fast eh 1 zu 1. Dann wärt ihr bei 2378,19 Euro. Ist immer noch günstiger als das andere System. Und ihr wisst, welches Netzteil ihr bekommt. Ihr wisst genau, welchen RAM ihr bekommt und diese ganzen Geschichten. Ihr wisst, wovon ich rede. Deswegen gebe ich es jetzt für mich keinen Grund, das System dort in der Schweiz zu kaufen. Wenn ihr das natürlich wollt, weil das irgendwie normal ist, dass man 700 Schweizer Franken oben drauf hat. Ja, okay, dann macht es. Das Netzteil macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ansonsten nehmt das andere System. Ich meine, ist ja sowieso kostenloser Versand in die Schweiz. Was macht er da schon falsch? Und ihr seid noch günstiger dran und bekommt sogar ein 14.700K anstatt ein KF. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Gerne auch die Schweizer unter euch. Ich weiß, ich habe Schweizer Zuschauer. YouTube hat diese Statistik, da steht das immer drin. Österreich, Schweiz. Teilweise habe ich Leute aus Italien. Keine Ahnung. Aber gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.